Gut, dass du gesagt hast, dass du Sheriff bist. Da wusste ich, dass ich nicht bei dir bleiben möchte am Ende, Lizzie. Schon? Alter, was ist das? Das war einfach. Ich glaube, so. Habt ihr das ich glaube Rinka ist Sheriff gewesen. Das glaube ich auch. Simi, du hast es gesehen. Haben wir oder Jürgen getestet? Oder? Er hat oben Theo. Wollte er wahrscheinlich abknallen. Ja. Ach, Mimka. Also ich habe nämlich Simi, Europe noch beide an Weapons gesehen. Theo habe ich gar nicht gesehen. Also entweder kannst du Mimka jetzt umgehauen, was ich aber nicht glaube, wenn da zwei daneben stehen. Ja, glaube ich auch nicht. Wir können das Ganze ich bin unsauglich lang gelaufen. Ihr könnt durch Weapons durchgucken. Ist wir jemand ganz Sheriff? Ja. Was? Du bist Sheriff. Nein, ich wollte genau sagen. Du bist tot. Ist irgendjemand Sheriff? Nein. Tja, nee, ich glaube, fast alle haben als in ihrer ersten Sheriff-Runde einfach mal ausprobiert. Haben wir Mücke gesagt, dass der Sheriff stirbt, wenn er versucht, einen Fummel zu killen? Aber meine einzige Sheriff-Runde ist die Golden Gun bei TTT. Ich erzähle euch mal eine Geschichte. Nein, du bist tot. Du darfst uns das nicht erzählen. Du bist tot. Später, Münker. Also es gibt mir und gehen davon aus, dass er einfach dumm ist. Ich habe ja gesagt, ohne richtig zuzuhören. Mist. Anfängerfehler. Wer hat mich gewotet? Ich. Ich wurde nicht gewotet. Theo, komm mal mit. Fuck. Nein, Theo ist tot. Fuck. Also ich habe Simi gerade am Download in Weapons gefunden. Er war mit Bucky unterwegs. Bucky. Ewig her. Bucky. Das ist unten. Ich hab euch zusammen, ihr seid zusammen bei Shields hochgelaufen. Ich habe eine interessante Theorie. Haben wir am Ende Bucky in Reaktor gesehen? Nee. Ja, ich war in Reaktor. Doch, beim Rauslaufen war er da. Als ich Richtung Reaktor gelaufen bin, habe ich gerade noch so am letzten Rand von meinem Lichtfitzel Bucky gesehen, aber der müsste dann ja eigentlich hinter mir reingelaufen sein. Aber er ist mir erst sehr spät. Doch, also beim Rauslaufen, ich habe unten gefixt und ich glaube, Mogri kam von oben und Shaimo war in der Mitte. Jama habe ich beim Simon Says gesehen und Bucky ist aber auch dann rausgelaufen. Ich war mit dem Reaktor, ja. Hat der Metzgen? Das heißt, die einzige Person, die nicht war, war Lizzie, aber Lizzie hätte jetzt keine Leiche reportet. Genau. Ich war eine Weile mit Chris alleine. Hätte sie. Ja, Lizzie hätte mich gut killen können. Ich halt auf der rechten Seite während Reaktor, wollte Leichen suchen, aber keine gefunden. Lizzie ist aber unten lang gelaufen, bei beiden Malen. Ja, ich habe, als Reaktor rausging in Comms am Download, danach ging er nach rechts Richtung Reaktor, links Richtung Reaktor, dann war Reaktor aus und ging wieder nach rechts. Und dabei ist ein Chris vorbei. Ich finde es witzig, dass immer gesagt wird, eine Person würde die Leiche nicht reporten, wenn wir so Leute wie Chris haben, die einfach jede zweite Leiche selbst reporten. Das stimmt nicht.
Keine Frage. Was war letzte Runde? Ja, letzte Runde haben Münker und ich auch jeweils eine Leiche immer direkt reportet. Keine Frage. Wann hat jemand Theo zuletzt leben gesehen? Und ich habe Theo am Anfang gesehen bei Vitals. Ich wollte nämlich bei Metzgen. Ich wollte nämlich zeigen, dass ich die Animation habe. Ich weiß nicht. Und dann habe ich ihn verlassen. Das war schon ziemlich am Anfang der Runde. Nee, Theo war, glaube ich, nicht bei Reaktor. Nee, glaube ich auch nicht. Ich habe nur Jama gesehen, tatsächlich. Dann müsste Theo entweder Cafeteria oder Admin liegen. Außer ihr habt nicht in Electrical Medbay reingeschaut. Ich habe ihn nicht bei Medbay rausgehen sehen. Also der kann immer noch da liegen. Aber ich habe ihn nicht da gelassen, weil ich habe Metz. Wen würdet ihr denn wählen? Ich habe keine Ahnung. Entweder Bookie oder dich, Mugri. Mich? Warum mich? Warum nicht Europe? Weil keine Info zu den Kills, deswegen. Ja, warum nicht? Ja, toll. Dann ich will Bookie, ganz ehrlich. Ich lag Bookie vor. Weil ich hab ihn als letzten Zimi gesehen. Okay. Das war irgendwann ganz am Anfang. Zwei Leute. Nein, nicht so. Nein. Ich war nicht der Wort auf Bookie, ich hatte den Wort auf Bookie gemacht. Zu viele Leute haben mir Bookie vorgeschlagen. Warum ich? Warum nicht? Weil Panik, weil, keine Ahnung. Nice, wir werfen wieder. Hope. Okay, Leute, seid ihr bereit für eine sehr geile Geschichte? Ja, möchte ich erzählen. Pass auf, ich stehe beim Weapons auf dem Download-Vent, ne? Also da, wo der Vent ist, beim Download. Ich spam den Kill-Button, weil ich denke, ja, vielleicht springt jetzt gleich jemand aus dem Vent oder so. Und dann kommt auf einmal Theo und bringt mich um. Verständlich, haben Sie einen schönen Tag. Oh, ich habe einen Bug, ich sehe den Bildschirm nicht. Ich kann nicht wählen, wahrscheinlich auch. Schlecht. Ich bin also, jetzt in Electrical. Ja, schön. Ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendjemand bleibt am Button, weil ich bin direkt nach rechts gelaufen zur O2 oder so, aber wurde ja auch nichts gecallt. Ja, ich wollte gerade zum Button zurück, weil ein Admin hat Swipe-Karten-Upload gemacht. Da habe ich dich gesehen. Ich habe Mogri nach Admin reinlaufen sehen auch. Ich habe sie auch da gesehen. Ja. Gab ja nicht mehr eine Sabotage. Dann sind doch Mogri und Lizzie clear, wenn Bookie richtig war. Warum? Wieso? Ihr beide habt doch gesagt, Bookie wählen. Ja, ich hab auf Bookie geshootet. Piu, piu. Jammer hat gesagt, glaube ich, entweder Mogri oder Bookie, oder? Ja. Und Mogri hat gesagt, okay, dann Bookie. Und Lizzie ist auch sofort drauf. Ich nur so viel, sehr, sehr viel Verdacht gab am Anfang der Diskussion. Ja, aber ich meine, als Imposter würdest du nicht sagen, ja gut, dann wählen wir Bookie, weißt du? Ich finde immer interessant, dass naja. Du shootet. Was? Ich habe gesagt, ich finde interessant, dass du nicht auf mich zurückshootest. Weil ich nicht weiß, ob du es bist oder nicht. Deswegen. Aber haben wir irgendwelche anderen Infos noch zu den anderen Kills? Waren jetzt so viele. Und ich haben nur über einen Kill gesprochen eigentlich. Also ich glaube, Chris kann es nicht sein. Das wäre vom Timing sehr schwer. Ich bin alleine zum Reaktor gelaufen. Er hätte theoretisch Simi umbringen können, aber... Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Also Theo, gar nichts. Der war nicht beim Reaktor. Keiner hat ihn die ganze Runde gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ich hätte ihn töten können, aber ich habe Metscan. Ich bin Crewmate. Kann das wer bestätigen? Nein, deswegen glaube ich... Ich habe auch gefragt, keiner hat den. Den hat nie jemand aufs Geld, wenn ich den habe. Außer Rosi. Rosi ist nicht da. Deswegen. Und jetzt? Ich kann nicht abstimmen, also. Wir müssen eh warten, bis die 37 Sekunden rum sind. Ja. Doofe Bug. Denkt ihr, Bookie war's? Also ich denke eigentlich, Bookie war's, weil sonst wäre es ja schon vorbei eigentlich. Ich denke, Bookie war's. Und ich Und ich glaube auch nicht. Ich habe schon noch was gemacht. Also, ja, wenn es... Ich aber gerne, wer mich gewotet hat. Außer Mogri Lizzie, aber die hätten dann mega dumm verkackt und das traue ich dir nicht zu. Ich glaube, die wissen schon, wie man... Ich habe geskippt, weil ich glaube, Bookie war... Sonst hätte ihn ja den Emergency gemacht. Ja, oder Lights oder sowas. Ich glaube, ich werde gerade richtig hart. Ich würfel gerade richtig hart, habe ich das Gefühl, mit dem Bookie-Vote. Sorry, Bookie. Defin. Ist Jarman der Zeichnung fast dann hat dich rausgevotet? Nee. Europe ist der Zweite. Ach so. Ja, Europe hat dann wahrscheinlich Theo gekillt. Münker. Ja. Ich hatte halt einfach auch diese Task und bin da halt hingelaufen. Ja. Nicht dran. Ich wollte dich nicht umbringen, es tut mir leid.
Ja, ein Killbutton-Spam als Sheriff ist ein Risiko. Manchmal klappt's. Ja. Ich habe ja auch Mokri während Lights aus waren mal gekillt. Obwohl ich nicht mehr wusste, dass es Mokri ist. Ich habe auch schon mal Paranoid Europe gekillt. Wird das dann eigentlich automatisch reported? Oder? Nee. Nee. Ich bin in dem Moment nur hochgesteppt, hab dich umfallen sehen und instant reported. Ich war so perplex, Simir war schneller mit Reporten als ich. Tja. Du hattest ja wahrscheinlich auch den Download offen. Ja, genau. Aber ich habe ihn trotzdem irgendwie umfallen sehen und dachte mir so, was geht jetzt? Ey, ich hab echt in dem Moment kurz gedacht, Theo, wenn du das warst, ne? Ultra ja. Dreist. Aber sowas von ultra. Aber ich fand's krass, Europe stand ja auch dabei und der hat das auch nicht angezeigt. Timo, bleib mal da kurz stehen. Ja, es ist immer noch so witzig. Du siehst, wenn du... Geh mal an die Cams. Ach, du siehst dann nur die Augenbrauen? Ich sehe nur die Augenbrauen und deinen Namen, ja. Ach so, ja. Perfekt. Ja, wie viele sind schon tot? Keine. Niemand? Lizzie jetzt gleich? Ne, okay. Wer ist denn eigentlich der Zweite? Wer ist der Zweite? Europe. Europe, okay. Ah ja, Lizzie jetzt gleich. Und weg ist er in Electric. Vielleicht kriegt der Chris dafür rausgepusht. Der war ja in der Nähe. Die anderen müssen auch sehen, Camps sind jetzt aus, vielleicht sollte man da mal hingehen. Ja, jetzt kommt Mokri. Kommt. Ja, dachte ich Scheiße. Mir. Das dachte ich mir so sehr, dass sie da liegt. Weil, also es war so, dass Camps dann einmal ausging und dann wieder anging. Und der Imposter stand auch mit an Camps. Aber auf Admin habe ich eine Person Storage, eine Person und Europe war bei mir. Hey, wir wissen, ja. Dass Bookie richtig war. Ja, ich habe geshootet. Dann nicht Bookie. Fuck, ich kann niemanden clearen dann. Also dann kein Chris, Problem. Chris, du kamst gerade aus... Ich habe einen Metscan, meine Güte. Den glaube ich dir nicht. Dann verlieren wir mich, aber jedenfalls... Ja, Mogi, sag du zuerst. Also ich kann bestätigen, dass Chris mit einem Admin-Table war. Ja, aber er kam vorher aus der Richtung. Er könnte auch aus Mad Bay gekommen sein. Ich weiß nicht, Europe, wo warst du denn die Runde so? Oh, wo willst du anfangen? Also wir waren bei Reactor zusammen... Dann war ich bei Shields, da wurde dann der Button gedrückt. Dann war ich jetzt die Runde oben Upper Engine. Dann war ich im Electrical und habe diese drei Kreise drücken gemacht. Dann war ich im Storage. Dann war ich am Admin-Table mit Chris. Und ich war viel am Admin-Table. Deswegen kann ich einiges davon bestätigen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass... kann aber auch rausgewendet sein. Warte, du hast gesagt, du warst Electrical vor Admin. Das heißt, du könntest rein theoretisch von Security zu Electrical gewendet sein. Nee, da, ich habe Jama auch gesehen. Hat der mich wenden sehen, Jama? Wo? Komm's. Electrical. Ich habe dich da gesehen. Ja, du hast links die Karte gemacht, meine ich. Und ich habe rechts sie gemacht oder andersrum. Ich war rechts. Und du warst links, du standst auf dem Vent. Ja, ich habe eine Zeit lang zwei in Electrical gesehen. Oh, ich weiß es nicht. Es könnte auch ein Staff-Report sein, aber ich würde nicht wissen, warum Mokri dann noch Bookie schützen würde. Ja, eben. Also, deswegen kann ich hab, unnötige deswegen ich gar Aussage, keine Ahnung. Chris. Ja, ich glaube, wir trauen ja eigentlich nur Mokri, sage ich schon, Mokri, weil sie auf Bookie dann abgelenkt hat und der richtig war. Und wenn, dann war ich richtig gerade gut. Also ich habe alle meine Tasks fertig. Ich habe noch welche. Ich muss noch. Ich habe viel zu viele. Ich habe viel zu viele. Wir kriegen keinen Task. Okay. Sorry. Ich meine, wir können noch skippen. Ich skippe. Es wird kein Taskwin geben. Ja, skippen und hoffen, dass es 50-50 irgendwie Hilfe gibt. Ja. Aber das ist dumm eigentlich. Ja, das ist gefährlich. Also am besten mich killen. Den Sheriff haben wir nicht so viel. Mücker war Sheriff. Stimmt, Mücker war Sheriff. Ich habe Europe gewählt, keine Ahnung. Hat mich gewählt. Es wird kein Taskwin geben, Leute. Ich schaffe die Task in der kurzen Zeit nicht. Müsste nicht Europe gewesen sein. Devin. Ich habe geskippt. Das war Jama. Jetzt hoffen, dass sie auf die Taskbar gucken und Chris auch glauben, dass er noch so viele Tasks hat. Habt ihr noch Tasks? Ja. Nee. So, ich muss durch. Rushe sie gerade. Chris ist bei Mokri. Ah, Chris, geh nicht von Mokri weg. Lass sie doch clearen.
hier über den Camps. Mach doch deine Tasks, Alter! Das müsste eigentlich nach jedem Task immer Admin Table laufen und nicht nur Admin Table Camp. Schon wieder umgegroupt. Also, was soll denn das? Ja, Chris wird gleich rausgevotet, weil er seinen Tasks nicht macht. Es sind schon wieder die ganze Zeit drei Leute aufeinander. Das ist irgendwie ein Witz. Chris, dann mach doch wenigstens die Möglichkeit, wie wir gewinnen können. Please. Okay, wer ist in Upper Engine? Ich. Nee, das glaube ich nicht, Europe. Du solltest jetzt gerade keinen mehr in Upper Engine sehen, beziehungsweise vor den letzten paar Sekunden. Du bist gerade rausgegangen. Du bist gerade rausgegangen, ich höre dich am Admin Table. Antwortet mir eine wichtige Frage. Wer war eben an Camps? Ich. Europe war. Kann man, wenn man in Camps ist, Türen zumachen? Nein. 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 Aber die Camps waren noch eine Zeit lang aus jetzt. Also, weil Europe ja nicht mehr da war. Ich war an Medbay. In Medbay. Ich bin fake in Medbay reingegangen, zu schauen, ob jemand rüberwendet, damit ich dann. Ja, du warst ausgesperrt, du warst eingesperrt, ich hab's gesehen. Ich war eingesperrt und während ich eingesperrt war, war die Cam an. Ja, und ich war in Camps und ich hab dich auch gesehen. Du bist aus Medbay, du bist reingegangen und relativ schnell sogar wieder rausgekommen und standst dann vor der Tür. Okay, die Sache ist, von meiner Sicht jetzt aus. Ich bin angegangen, hatte aber keinen mehr, weil ich dachte, bestimmt hat der Imposter jetzt den Admin gekillt, also Mukri Chris sich gegenseitig. Um dann zu reporten, also wer auch immer dann nicht in Camps war. Kann ich kurz was sagen? Bitte. Ja, mal, ich habe eben gefragt, wer ein Upper Engine war. Europe hat sofort gesagt, er, aber du bist ein Upper Engine. Das erste schon mal. Zweitens, Europe und Mokri sind zusammen in Dings gegangen, sie waren war bei. Niemand. Nein. Europe, warte. Yama ist nicht in Upper Engine, weil ich da war und da war Yama nicht, also ist Yama nicht dann in Dann müsst ihr gegenseitig aufeinander schießen. Wieso? Du? Weil einer von euch auf jeden Fall. Der den Report hier macht. Und ich bin in Upper Engine. Und Yama, ich kann garantieren, dass Yama nicht da ist. Und wenn Yama jetzt doch da ist, dann kann ich sein, weil ich bin aber da. Aber du bist mit und Yama ist garantiert nicht Vot gelogen. Einer hat eben über sein Vot gelogen. Mokri hat gesagt, sie skippt. Ich habe gesagt, ich habe auch geskippt. Ich habe Europe gewählt. Chris hat gesagt, er wählt Europe. Mokri hatte einen Vot. Mokri würde sich hier nicht selber wählen. Und ich weiß, dass ich geskippt habe. Deswegen denke ich halt, deswegen wiederum habe ich halt Sass auf Europe. Ja, mal, wenn du wirklich ein Upper Engine warst, dann musst du Europe wählen, weil der sagt, du warst nicht da, sondern er. Und nur eine Person war da. Zwei Personen waren in Cafeterien. Das habe ich auf Admin Table gesehen. Also ich weil bin da zwei Personen waren, weil sie war, bin ich dahin. Ich bin in Upper Engine und Yama ist nicht in Upper Engine. Ja, ich bin nämlich runtergelaufen jetzt. Runter wo, oder? Ich bin gerade auf Höhe von Security, weil ich meine Fuel Task hatte, erst den oberen hatte und jetzt nochmal nachfüllen muss. Das passt sogar, weil am Ende von der... Also jetzt auf einmal passt es. Nein, ich habe gesagt, bevor du raus bist, habe ich gesehen, dass... Upper Engine. Okay, Europe unterbricht mich, das stört mich. Ich will jetzt Europe, weil er mich unterbricht. Du, Chris, nein. Du musst es unterbrichst sein. Mich. Yama wirklich raus aus Upper Engine und ich bin da drin. Yama, ich habe Metzgen, wenn du mich willst. Okay. Yama, ich habe wirklich Metzgen gehabt. Also wenn du Imposter bist, hast du jetzt gewonnen. Wenn du Crewmate bist, haben wir beide gewonnen. Defen. Ja, Europe, du unterbrichst mich halt Versuch, und sagst, ich mach mich halt energisch. Ja, aber das war meine einzige Chance. Ja, aber das macht mich energisch, da will ich dich noch eher. Ja, mal Geister können Türen zu machen. Doch klar, ich habe Bucky, das weiß ich auch. Ich habe deswegen gefragt, weil Europe hat direkt Nein gesagt. Und ich habe natürlich im Hinterkopf gewusst, dass Geister Türen zu machen können. Wir haben NPD in dem Code, what the fuck? Mit anderen Server, mit anderen Lobby. Ich dann dachte, okay, irgendein... Die Worldwide NPD. Versuchen darüber zu klären, weil als Crewmate hätte man ja gesagt, Geister können das auch machen.